Ihr seht's hier ja schon direkt, das neue eFootball 2024 ist gerade frisch rausgekommen, aka Pro Evolution Soccer 2024 mit dabei Messi, und mir fällt's auch hier direkt schon auf, das Design ist ja mal so viel schöner geworden als bei der 2023er Version, auch wenn das hier jetzt wieder nur so ein großes, fettes Update ist. Also bei FIFA ist es auch irgendwie ein Update, aber hier läuft es trotzdem ein bisschen anders, weil das Spiel ja kostenlos ist. Man kann auch immer noch quasi diesen Ultimate Team Modus mit dem gleichen Team weiterspielen. So habe ich das zumindest verstanden. Wir testen das Ganze mal gemeinsam hier auf dem 2-Kanal. Und liebes Konami, bringt mal jetzt bitte den Karrieremodus, oder wie hieß der damals doch gleich wieder? Der hatte so einen eigenen Namen in Pro Evo. Bringt den unbedingt raus. Master, ach, mir fällt es nicht mehr ein. Schreibt es in die Kommentare rein. Wir brauchen den Modus wieder, und dann gibt es auch ein Erstkanal-Video, nicht nur ein Zweikanal-Video. Wenn euch der Spaß hier gefällt, lasst einen Daumen da und schreibt mir rein, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Vielleicht kämen wir auch irgendwann wieder zurück und so. Das kam jetzt frisch raus und deshalb muss ich es einfach direkt und sofort antesten. Die Ladezeit hier gerade ist ein bisschen länger, wobei meine Internetverbindung auch bei der PlayStation in diesem Raum nicht so perfekt ist. Aber jetzt sind wir drin und wir spielen sowieso nur offline. Es gibt hier, wie gesagt, immer noch dieses Dream Team. Das ist dieser Modus, und da habe ich auch schon ein kleines Team. Ich habe irgendwie Kylian Mbappé, ich habe Messi, ich habe Alex Remiro, ich habe wahrscheinlich auch noch ein paar ganz gute, nee, nicht so gute Ersatzspieler. Ich dachte jetzt, vielleicht sind da ein paar gute, aber eher nicht so. Das ist dann doch eher mäßig. Dann haben wir irgendwie Verträge. Ich glaube, da kann man dann irgendwie, kann man hier so, ja, Packs öffnen, mehr oder weniger. Ich weiß aber nicht genau, ob ich da was frei habe oder nicht. Partnerclubs gibt's. Da ist natürlich der FC Bayern mit dabei. Barcelona sieht man, Manchester United. Und jetzt könnte man hier ein gratis Partnerclub-Pack öffnen. Das machen wir einfach mal hier zum Start. Und natürlich gibt es dann auch gleich Gameplay. Keine Sorge, wir schauen uns das alles ganz genau an. Jetzt erstmal hier die Pack-Animation. Ich glaube, die war letztes Jahr aber schon sehr, sehr ähnlich. Nur die Farbe hat sich wahrscheinlich verändert. Das ist die spanische Liga. Es gibt 5 Sterne. Also wahrscheinlich Spieler vom FC Barcelona. Ist das Lewandowski? Das ist doch Robert Lewandowski. Gar nicht schlecht. Ich habe zwar schon Kylian Mbappé, aber dann können wir halt einen Doppelsturm da vorne aufmachen. Ich habe jetzt auch nicht vor, eigentlich den Modus so viel zu zocken. Obwohl er vielleicht ganz nice ist. Ne? Also das kann ich nicht mit Garantie sagen. Alle, die es gesehen haben, beziehungsweise ausgetestet haben, so richtig den Modus. Im letzten Teil schreibt es gerne rein. Es ist jetzt ein 85er Lewandowski. Das Bild auf der Karte kann ein bisschen höhere Quali haben. Aber ansonsten sieht das doch gar nicht schlecht aus. 83 Angriff, 83 Abschluss, 82 Schusskraft. Hier gibt es halt immer so viele verschiedene Versionen von den Karten, und deshalb ist das wahrscheinlich bei weitem nicht die beste Version, die man mit Lewandowski bekommen kann. Ich glaube, man kann auch irgendwie die dann noch verstärken. Ich habe noch eins verfügbar. Kann ich jetzt noch eins öffnen? Dann machen wir gleich noch eins auf. Das ist halt das Problem. Es macht ja trotzdem Bock, hier diese Dinger zu ziehen und dann zu schauen, welchen Spieler man bekommt. Ich hätte gerne einen von Bayern. Bitte gib mir einen von Bayern. Oh, Premier League. Die English League, wie sie hier heißt. Ich glaube, da stand English League. Und es kommt von, was ist das, Manchester United? Ja, Anthony, der Fidget Spinner. Let's go. Ich stelle mir die Frage, ob der den Trick auch hier in dem Spiel kann. In FIFA kann er ihn ja auf alle Fälle. Wir überspringen das Ganze mal. Und dann haben wir hier Anthony mit 83 Ballkontrolle, 81 Dribbling, 85 Beschleunigung und 80 Balance mit dabei. 79 Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob die so super spielbar sind. Das ist halt die Frage. Und jetzt könnte man theoretisch noch Punkte ausgeben und noch irgendwelche anderen Sachen aufmachen. Das reicht aber jetzt erstmal, denn ich denke mal, ihr alle wollt das Gameplay sehen. Und ich bin ja doch eher so der Offline-Zocker zum Glück, weil online raste ich zu viel aus. Das ist das Problem. Und deswegen interessiert mich das auch ganz besonders. Und deshalb will ich auch, dass wieder der Karrieremodus kommt. Man, da hatte ich auch mal sogar eine ganze Serie auf dem Erstkanal damit. Da haben wir das gespielt. Da hatten wir irgendwie Lothar Matthäus, glaube ich, als Trainer. Events gibt's, Freundschaftsspiel und Probespiel. Genießen Sie Gelegenheitsspiele offline, erstellen Sie einen Spielraum und spielen Sie Online-Spiele. Da machen wir ein Probespiel. Und das können wir offline machen. Und dann gehen wir hier auf das Heimteam. Und ich muss jetzt den FC Bayern nehmen. Vor allem, weil hier ist die Allianz Arena ja mit drin, anders als in der Realität. Und deshalb, wo ist der FC Bayern hier? Englische Liga, Liga A, italienische Liga, Serie B, spanische Liga. Also auch ganz cool. Wir können ganz kurz mal die Teams eigentlich durchgehen. Ne? Das ist gar nicht so schlecht, denn hier gibt es natürlich bei Weitem nicht so viele Teams wie in FIFA. Es gibt ein Team aus der Liga A, es gibt ein paar mehr aus der Serie A. Aber da hat dann Pro Evo halt oft so die alleinige Lizenz für die Teams. Und dann gibt es die in FIFA halt leider gar nicht so richtig. Also zumindest nicht mit dem Originalstadion und so, man kennt's. Dann haben wir noch andere und National. National ist dann die Nationalmannschaft, okay, perfekt. Und hier jetzt bitte der FC Bayern. Jawohl, da ist der FC Bayern, einfach bei andere drin. Scheiß mal auf Bundesliga, scheiß mal auf Deutschland, wir machen einfach andere. Okay, wir nehmen den FC Bayern und spielen gegen ein Team aus Europa. Nehmen wir mal Premier League,
Nehmen wir, weil sie in der Gruppe auch gegeneinander spielen, also in der Champions League, nehmen wir da Manchester United. Das passt eigentlich ganz gut. Dann können wir das quasi so ein bisschen prognostizieren. Und jetzt im Hintergrund sieht man schon die Allianz Arena. Mann, warum kann es denn nicht sein, dass sowas einfach in zwei Spielen drin ist? Also, ich fühle es ja mit diesen Rechten und so, aber dann lass doch einfach beide die Rechte kaufen. Dann würde man doch eigentlich auch mehr Geld verdienen, würde man meinen. Aber, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es einfach nicht so. Wir können hier das Stadion dann irgendwie wahrscheinlich verändern. Nacht, im Winter, wir sind eigentlich gerade nicht im Winter, machen wir mal Sommer rein. Wetter ist klar, Graslänge ist normal, Spielfeldzustand ist auch normal. Unter Einstellungen kann ich Gameplay, Spielbildschirm regeln. Da ist die Frage, was spielen wir jetzt eigentlich für ein Niveau fortgeschritten? Ne? Okay, das können wir eigentlich mal lassen. Ich habe das Spiel jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen erwartet hier jetzt kein krankes Gameplay. Mal schauen. Also ich bin trotzdem gehypt, ich habe richtig Bock. Und jetzt sieht man hier schon diese Animationen. Masraoui links, Rashford rechts. Erinnert mich aber trotzdem sehr stark an den letztjährigen Teil. Und da muss man ja sagen, dass Konami da mit eFootball ein bisschen vorne dran war, zumindest eine Zeit lang mal im Vergleich zu EA. Okay, das war im Prinzip gerade nur die Trikotauswahl. Hier sieht man jetzt ein bisschen mehr. Da war Konami so ein bisschen vorne dran, aber EA hat aufgeholt. Also gerade mit dem nächsten Teil werden sie auch nochmal viel mehr von diesen Cutscenes drin haben. Und dann ist, glaube ich, EA sogar mal ein Ticken vorne, weil das gab es in FIFA gefühlt nie so. Die Spieler, die sich so aufwärmen. Klar, es gibt im Karrieremodus diese kurzen Animationen vorher, aber hier, finde ich, sieht das viel realistischer aus und es ist auch länger und abwechslungsreicher. Wir sehen ja die Mannschaft von Bayern, da war auch Daniel Perez schon mit dabei. Bei Manchester United, was die neuen Transfers angeht, sehe ich jetzt keinen, aber die sitzen halt wahrscheinlich alle auf der Bank. Doch, Onana, natürlich, Onana ist im Tor, der ist hier auch mit dabei. Schaut euch das an, wie lang das geht und was sie da alles für Übungen machen. Das gibt es halt in FIFA nicht. Ob das jetzt so wichtig ist, ich weiß es nicht. Ich sehe da gerade Harry Kane. Ah, hier kann ich jetzt die Strategie anschauen. Sven Ulreich, Upamecano, Masraoui, Kim, wir haben Davies, wir haben Kimmich und Goretzka, Müller, Harry Kane, Leroy Sané und auf dem linken Flügel Kingsley Coman. Ich würde sagen, die Aufstellung können wir eigentlich fast genauso lassen. Ich würde halt gerne mit Jamal Musiala spielen. Das ist gar nicht schlecht. Ihr seht auch die Ratings der Spieler. Das ist auch ganz cool. Grafenberg ist noch da. Das ist natürlich nicht ganz so richtig. Aber ansonsten 85er Musiala. Goretzka hat eine 83, Kimmich eine 87. Finde ich ganz schön wenig. Auch dass Harry Kane nur eine 87 hat. Aber vielleicht sind die Ratings hier einfach generell ein bisschen niedriger. Damit die auch noch ein paar mehr, ja, wir haben dann auch mehr Platz für die Upgrades der Karten. So, jetzt hier rein ins Gameplay. Jetzt habe ich schon so lange gelabert. Aber ich will ja alles ausführlich zeigen. Und die meisten wollen wahrscheinlich gar nicht so extrem viel vom Gameplay sehen, weil man da eh nicht so viel erwarten kann. Sondern ihr wollt bestimmt hier so die Allianz Arena jetzt sehen. Schaut euch das an. Ja, das war's. Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr, wie die Spieler aus dem Tunnel rauskommen oder so. Weil das gab es ja auch schon mal in dem Game. Aber nein, stattdessen sind wir jetzt hier mittendrin. Und keine Sorge, ihr müsst euch jetzt hier nicht das ganze Spiel anschauen. Ich meine, ihr könnt sowieso überspringen. Ansonsten werde ich jetzt hier einfach ein bisschen den Anfang mitnehmen, um so ein bisschen zu sehen, wie die Animationen ausfallen, wie das Gameplay generell so ist. Das war jetzt schon mal ein Foul von mir. Dann gibt es da einen riesen Bock von dem Spieler von Manchester United. Vergesst nicht, ne? Geschwindigkeit ist nur fortgeschritten. Aber man merkt sofort, die Pässe sind ja so langsam hier. Das muss jetzt nicht Schlechtes sein, weil das doch vielleicht auch ein bisschen realistischer da insgesamt ist. Und die Kamera hätte ich ändern sollen, weil das ist jetzt diese schräge Ansicht da. Fürs nächste Spiel werde ich es wahrscheinlich anpassen. Jetzt laufen wir erstmal mit Kingsley Coman. Ich kann natürlich keine Tricks hier, das wollte ich gerade machen, aber das geht nicht, weil da muss man irgendwas anderes noch drücken. Da muss man sich schon so ein bisschen umgewöhnen. Goretzka versucht da dazwischen zu gehen. Ich glaube, man kann auch so ein Auto verteidigen machen, wenn man nur die eine Taste hier hält. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt kann ich ihn tackeln und dann gibt es einen Foul. Also schon mal gar nicht so schwer, beziehungsweise gar nicht so einfach, den Ball wegzunehmen. Min Jae, wir sehen zum ersten Mal sein Gesicht hier im Spiel. Sieht jetzt nicht so krass nach ihm aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das kann ja vielleicht alles mit einem Update noch kommen. Da seht ihr, wie das ungefähr aussieht. Der Rasen sieht jetzt auch nicht so besonders krass aus. Aber generell ist es jetzt schon kein hässliches Spiel. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das Spiel hat definitiv seine Momente, wo es richtig gut aussieht. Und dann hat es wieder so seine Momente, wo es schon katastrophal ist. Gegentor. Das war, was, Casemiro? Oder was, Bruno Fernandes? Weil zuerst dachte ich, es wäre Fernandes gewesen, aber nein. Casemiro mit dem Kopf, das auch auf alle Fälle der Spieler nochmal ein bisschen kopfballstärker ist. Ja, die Allianz Arena, so, das sieht schon geil aus teilweise. Hier die Jubelszene mit den Spielergesichtern und so. Das ist ja im Vergleich zu FIFA schon trotzdem irgendwie so ein Ticken hinterher, auch wenn ich mir das hier jetzt anschaue. Das sieht teilweise ein bisschen Comic-artig aus. Aber EA, beziehungsweise Konami wollte ja unbedingt, dass es auf allen Geräten läuft. Und dass man das quasi so Crossplay-mäßig überall spielen kann. Ich glaube, deshalb haben die halt die Grafik insgesamt ein bisschen runtergefahren. Und wir spielen übrigens gerade hier auf der PS5. Falls ich das nicht gesagt haben sollte. Ich dachte mir, das ist halt so das
Szenario, wo es am meisten Sinn ergibt, es zu testen, jetzt auch auf dem PC testen können. Aber die meisten von euch spielen es wahrscheinlich auf der PlayStation. Und deswegen dachte ich mir, testen wir das hier auch mal auf der PlayStation. Das ist jetzt Alphonso Davies, der flankt mit rechts. Und da steht Harry Kane. Aber der köpft ihn drüber. Harry, Junge. Das hätte es doch eigentlich sein können. Sehr schön gespielt da. So wie der FC Bayern sich das ungefähr vorstellt. Aber wir überspringen das Ganze jetzt mal. Ich will euch im Prinzip eigentlich nur noch ein Tor von mir zeigen. Und dann können wir hier ans Ende des Spiels springen. Weil es wahrscheinlich auf Dauer zum Zuschauen doch ein bisschen langweilig ist, hier nur das Gameplay zu sehen. Upamecano setzt sich da fast durch. Natürlich könnt ihr das Spiel auch selbst testen, ne? Weil wie gesagt, es ist kostenlos. Könnt ihr einfach runterladen, dann schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Aber man merkt so krass, wie viel langsamer es ist. Also das ist... Es ist beeindruckend, wie langsam die Pässe sind und so. Man muss sich da definitiv erstmal dran gewöhnen. Jetzt geht tief. Da geht er tief. Das ist Leon Goretzka. Leon Goretzka allein vom Keeper gegen Onana. Leon Goretzka verzieht. Das hätte es doch eigentlich sein müssen. Onana regt sich erstmal auf, weil die Defensive da wirklich nicht so gut stand. Aber der Abschluss war natürlich katastrophal. Das war ja mal überhaupt nichts. Im 1 gegen 1, da sollte man zumindest mal das Tor treffen. Wenn Onana ihn dann gut hält, okay, dann sage ich ja nichts, aber... Ein Spieler wie Leon Goretzka sollte den auf alle Fälle aufs Tor bringen. Jamal Musiala sah gerade sehr Jamal Musiala-artig aus, so von den Bewegungen her. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier Leroy Sané suchen. Auch der, finde ich, kommt relativ gut rüber von seinen Bewegungen. Nochmal Sané. Masraoui. Jetzt Kimmich. Ich kann dann irgendwie keine Läufe anfordern, zumindest keine Spieler, die kurz kommen. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich dachte, der Ball wäre schon weg. Sonst wäre ich nicht in die Richtung gelaufen. Sané. Und das ist ein Foul. Ach komm, dann drücke ich jetzt einfach auf Pause bei der Aufnahme und... Wir sehen uns wieder, sobald ich hier ein Tor geschossen habe, weil scheinbar ist nicht so einfach, Mann. Ja, ich habe es halt ernsthaft nicht geschafft, ein Tor zu schießen, in der ganzen Spielzeit nicht. In der 16. Minute hat Casemiro getroffen und ansonsten, ja, ein paar Torschüsse, aber leider kein Tor von mir. Oha, was kommt jetzt denn? Hier so Interview-Szenen, das ist schon nicht schlecht. Und ich fand es auch besonders schön, wie die Spieler so in der Halbzeitpause aus dem Tunnel rausgekommen sind. Vom Gameplay her... fand ich, dass mit den Pässen, also die müssen die Pässe echt schneller machen, so dieses, man bräuchte so ein Zwischending und es ist sau schwer den Computer den Ball abzunehmen, also ohne einen Foul, es ist ja nicht unrealistisch so, man kann nicht einfach die drauf rasen, den Ball wegnehmen, aber trotzdem finde ich, dass das für die Menge der Spielzeit, die man hat, also man hat ja nicht so lange Zeit für ein Spiel und dementsprechend wäre es halt schon cool, wenn man den ein bisschen schneller dann den Ball abnehmen könnte, weil, was machen wir jetzt hier, ich will eigentlich in Europa reingehen und dann Nationalteams zocken. Und zwar Deutschland gegen, das ist ja auch bald das Spiel, wir machen Deutschland gegen Frankreich einfach. Deutschland gegen Frankreich, schauen wir uns das nochmal an. Da haben wir jetzt natürlich keine Allianz Arena mit dabei. Aber wir können ja trotzdem das Stadion auswählen, eFootball Stadium. Wir können aber auch, was gibt es hier noch für Stadien, die es in FIFA leider nicht gibt. Außer der Allianz Arena. Mir fällt jetzt hier keins so richtig krass ins Auge. Ist das San Siro in FIFA schon, ne? Wembley Stadium haben, wir haben das Emirates, wir haben Old Trafford und wir haben das Spotify Camp Nou. Das ist doch auch schon, ich glaube, ist es in FIFA? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist auch nicht in FIFA. Da gab es mal Gerüchte, dass es zurückkommt, aber ich glaube, es ist nicht drin. Wir sehen hier Klostermann und Giroud. Okay, das kann ja was werden, hier mit Klostermann zu verteidigen. Aber mal schauen, jetzt bekommen wir hier halt nochmal so ein bisschen den Blick auf das andere große Stadion, was in FIFA fehlt, was sehr, sehr schade ist, neben der Allianz Arena. Und dann können wir nochmal kurz hier Deutschland gegen Frankreich spielen. Und hoffentlich schieße ich da ein Tor. Ich hätte vielleicht die Schwierigkeit runterstellen sollen, ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem, ey. Ich werde ja auch jetzt wahrscheinlich schnell besser in dem Game. Aber wie gesagt, diese Passschärfe, ich finde, die ist auch phasenweise unrealistisch langsam. Also wirklich so richtig nervig langsam. Und dadurch kann man auch manche Lücken, die man sieht, wo man sich denkt, so, ja, da geht der Ball ja easy durch, die sind da eigentlich gar nicht. Die kann man gar nicht bespielen. Weil der Ball einfach so lange braucht, bis er ankommt. Und ansonsten, wie gesagt, kann ich auch gleich nochmal zeigen, wie schwer es ist, dem Gegner den Ball wegzunehmen. Das war kein so cleverer Pass. Und was man auch machen muss, ist, man darf im Schuss nicht so krass aufladen, weil ansonsten schießt man immer drüber. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, das ist mein Problem gewesen bis jetzt. Wenn ich vom Tor war, habe ich zu krass aufgeladen. Und so dauert es jetzt nur bis zur 12. Minute und dann trifft Kai Havertz für Deutschland zum 1:0. Mal schauen, ob das im Relive auch so läuft. Wenn nicht, könnte es ja sein, dass Hansi Flick seine Koffer packen muss. In den zwei Spielen. Ich glaube, in Japan spielen sie auch noch. Mal schauen, wie das ausgeht. Auf alle Fälle nicht schlecht gemacht hier von... Ich wollte schon sagen, Leon Goretzka von Kai Havertz.
das 1-0. Und jetzt seht ihr meine Gegner, wie der hier spielt. Normalerweise laufe ich halt so auf die drauf, weil ich mir denke, niedrige Schwierigkeit, und gehe dann so mit dem Tackling hin. Aber dann fault man fast immer. Gut, das war jetzt ein Fail von dem. Wenn wir natürlich einen Fehlpass spielen, dann ist es einfach. Jetzt kommen wir hier über die Seite. Kai Havertz hat eigentlich ein bisschen Platz in der Mitte. Kai Havertz per Kopf. Der geht knapp vorbei. Schade drum. Aber ich würde sagen, damit haben wir eigentlich, zumindest was Gameplay-mäßig angeht, alles gesehen von dem Spiel. Wir können nochmal hier ins Menü dann reingehen und da so ein bisschen uns umschauen. Aber ich glaube, es gibt Modi technisch nicht mehr. Da ist leider nichts Neues mit dazugekommen. Das kennen wir alles schon. Also wir können halt hier dieses Spiel machen authentisch, was wir gerade gemacht haben. Da kann man auch Online-Freundschaftsspiele spielen, aber man kann nichts Langfristiges machen. Es gibt hier so Missionen. Das hat meines Wissens nach aber alles mit dem Dream-Team-Modus zu tun. Hier Karriereziele gibt es irgendwas. Irgendwelche 7 Ziele, wo man irgendwas machen kann. Ich drücke mal auf alle erhalten, damit komme ich irgendwelche Punkte. 30.000 Punkte und irgendwelche Gegenstände. Können wir vielleicht zum Abschluss jetzt noch irgendein Pack öffnen? Das wäre es natürlich. Aber dafür, wo muss ich dafür hin? Muss ich hier, glaube ich, unter Verträge reinschauen. Das ist dann Strategie. Da sieht man wieder mein Team. Das haben wir ja vorhin schon kurz gesehen. Was ist dann mein Team? Ah, okay. Hier sieht man die Spieler, die ich habe. Okay, ich habe auch noch andere Spiele. Ich habe noch Del Piero. Ich habe noch einen anderen Messi. Da habe ich so ein paar Random-Leute, die so ein X dabei stehen haben, wo ich nicht genau weiß, was das heißt. Trainer haben wir einen. Damir Granero. Trikots haben wir zwei. Die kann man also auch freischalten. Ich habe nur die Trikots von Deutschland. Und unter Verträge kann man eben diese anderen Packs ziehen. Und das war es dann im Prinzip schon. Hier kann man sich Sachen holen. Aber ich wüsste gerne, ob ich noch irgendwas frei habe jetzt. Kann ich mir noch selbst irgendwas holen? Habe ich noch irgendwas? Oder wir geben jetzt einfach ein paar Punkte aus. Das können wir auch machen. Was ist denn hier cool? New Captains. Italian Sepp 23. Gibt es irgendwas in Bundesliga? Nee, gibt es natürlich nicht. Es gibt noch diese mexikanische Liga und amerikanische Liga. Wir machen jetzt einfach New Captains. So, Listenvertrag. Ein Spieler aus der Liste. Ach so. Ich kann jetzt einen nehmen, oder wie? Das ist natürlich cool. Bruno Fernandes mit einer 83, Lautaro Martinez mit einer 84. Ich nehme aber mal Gertruida, weil der für Bayern vielleicht ganz interessant wäre. Ah, okay, da bräuchte ich jetzt irgendwas mit 5 Sternen. Okay, habe ich aber nicht, ich habe da gar nichts davon. Ah, auch interessant, das muss man also erst irgendwie freischalten und dann kann man sich das holen. Wahrscheinlich auch schon ganz viele in die Kommentare geschrieben. Dann holen wir uns halt hier sowas. So, hier für 100 Punkte, die haben wir ja. 200 habe ich, glaube ich, die würde ich gerne ausgeben. Und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Zum Abschluss des Videos, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen rein. Dann kann ich noch mehr in die Richtung bringen. Und es wird aus der englischen Premier League ein 5-Sterne-Spieler. Ich glaube, da bekommt man aber immer 5-Sterne-Spieler. Ist es Haaland? Es ist Erling Haaland! Von nicht Manchester City, sondern irgendeinem Verein, der hier so ähnlich heißt. Also ich glaube, die Rechte für Manchester City haben sie wahrscheinlich nicht. Es ist auf alle Fälle Erling Haaland. Und der hat dann auch so ein rein blaues Trikot aus seiner Karte an. Mit einer 97. Die Frage ist, will Konami mir jetzt extra so eine gute Karte geben oder bekommt man da immer so eine gute? Aber ich habe so viele Stürmer, ne? Wo sollen die alle spielen lassen? Mbappé, Haaland und Messi. Der hat teilweise jetzt schon krasse Stats, ne? Aber ich finde, für einen 97er ist es dann doch irgendwie nicht so gut. Mit 71 Köpfen und 72 Dribbling, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber gut. Das war's von Pro Evo, beziehungsweise von eFootball. Wahrscheinlich habe ich 100 Mal Pro Evo gesagt, obwohl es nicht stimmt. Das ist der eFootball. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Brunner. Tschüss.